Ja, hallo und zurück bei The Witcher 3. Wir machen hier gleich mal direkt weiter und reden mit den Krämer. Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Nein. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tarn des Herrn ist hell genug. Noah. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Ups. Ups, da hat sich wohl meine Ohr. Fenster kurzzeitig minimiert. Was hat er gesagt? Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Bitte sehr, ich bin kein Wildschwein, ich kann mich verneigen. Ich würde mal sagen... Ich bin doch kein Wildschwein. Das. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Halt zum Maul, alter Sack. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Wen interessiert, der hat uns zu ihm befohlen. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Niemals. Der Herr wird dies üben. Das ist absurd. Das ist nicht dein Ernst. Es ist durchaus mein vollster Ernst. Kennt der Herr die Strafe für Übertretungen der Etikette in Gegenwart des Kaisers? 200 Peitschenhiebe. Ja und? Dies wünsche ich ihm nicht. Daher werde ich ihn nicht eher gehen lassen, als bis ich überzeugt bin, dass er sich zu betragen weiß. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig. Also machen wir es mal falsch, würde ich sagen, oder? Bitte. Für Torheiten ist dies nicht die Zeit noch der Ort. Der Herr wird genau hinsehen. Ach, heul nicht rum. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, ja. Kinn auf der Brust. Bla. Der Herr wird dies üben. Ja, der Herr wird dies üben. Meinetwegen. Falsch, falsch, falsch. Noch einmal. Ach. Bein ausgestreckt, ja. Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Wir haben's verstanden. Der Herr wird dies üben. Meinetwegen, komm, machen wir's richtig. Ich dachte, uns bleibt vielleicht noch eine Wahl. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Was ist das hier für ein Tonmensch? Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwenden. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Hier können wir auch nicht schneller laufen. Also das ist tatsächlich die schnellste Geschwindigkeit, die mir zur Verfügung stand. Hier, wer seid ihr? Boah, das ist ja schnell. Ingrimi eb art kerser. Deitwen adan in karn eb morwut. M hier war M Reis. Nochmal auf Deutsch, bitte. Verneigen. Ich bin da, ne? Nö. Eure kaiserliche Majestät. Area apto orde. Evelien namin wat gern wavort. Als ob ich mich vor dem verbeuge, ey. Wir sind ein Hexer. Wir verbeugen uns vor niemanden. Nur weil wir diese Klamotten angezogen haben, so heißt das viele Monate nicht, dass wir hier einen Stopp kriegen. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Wie heißt es doch? Einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla
Sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Na, da brauchen wir uns wohl, hä? Also, darum geht's also. Er hat keinen anderen, der besser ist als wir. Also, warum ich? Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr das heißt, viel besser. Naja, Asiri ist das Mädchen, was wir am Anfang in diesem Traum hatten, ne? Das heißt, sie spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Und wir werden natürlich auch nicht drum rumkommen, sie zu retten, beziehungsweise wir wollen das auch gar nicht darum kommen. Aber wir brauchen natürlich erstmal mehr Informationen. Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee, falls es notwendig wird. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Na dann ab zur Yennefer. Was die gute Jan sagt. Hat der Herr nicht verstanden? Habe ich nicht deutlich gemacht, dass man sich vor dem Kaiser zu verneigen hat? Ja, du redest eine ist Menge, wenn der Tag lang ist. Dem Herrn nicht. Doch ich werde bestraft werden. Wie denn? Bleibe er nah und belästige er niemanden. Wir hatten genug Brüche in Etikette an einem Tag. Also erstmal die Tür aufhalten, alter Sack, ey. Was ist das denn? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Herevar der Zweite, Prinz von Elanda. Wer richtet sich da so auf? Nicht nur wie einen Bittsteller warten, sondern auch noch in der Gesellschaft eines Ein Hexer. Der hat noch gefehlt. Ah, bist du wohl ruhig hier? Du Tölpel! Ah, ich darf hier leider nicht schlagen. Mach den Loch mal ein bisschen schneller. Wisst ihr, Anes war er in Novigrad? Ja, Annen. Ratslieden in Enek. Da hat doch einer über mich geredet. Ich hab doch meinen Namen gehört hier. Hier müssen wir gar nicht hin. Geht hier aber durch, um uns den Innenhof zu zeigen, oder was? Okay. Wenn der Herr so weit hier rein, ist, oder wie? Er mich aufsuchen, ja, und ich geh da rein. Ist die Feder noch angespitzt? Ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche sondern des ewigen Feuers. Und die Hi, Jan. Geh schick sie aus. Diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht's jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Eine erwachsene Frau. Jetzt sind es also schon unsere Agenten? Oder ja, ganz erwachsen. Sieh einer an. Sie ist erwachsen. Euer Training in Kaer Morhen ist Jahre her. Also war es vielleicht doch kein Traum? Es hat sich viel verändert. Du nicht. Kein bisschen. Ich habe deine unbeholfenen Komplimente vermisst.
aber konzentrieren wir uns auf Ciri, ja? Gut, Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspitie, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Natürlich. Wo wurde wie Ciri denn gesehen? Was will die wilde Jagd von Ciri? Ja, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen, um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Und wo wurde Ciri gesehen? Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte, aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold, die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Sie kommt nicht mit? Okay, schade. Zeitraum Aufbruch oder warum hast du mich nicht früher kontaktiert? Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Yen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Nun dann. Bleibt nicht mehr viel zu sagen. Ich würde sagen, es ist Zeit zum Aufbruch. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Mach. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Yen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Vaatre. Das ist er, dort drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Wo kam denn der Wind her? Ich werde auf dich warten. Das Abschiedsküsschen. Tschüsschen. Hast du mir nichts mehr zu sagen? War das alles? Ja. Vielleicht. Wow. Blau. Ich hasse Portale. Was zur Hölle? Wow. Ich muss sagen, es hat mich überrascht.
Ich hätte nicht gedacht, dass überhaupt was passiert. Finde ich geil, dass sie daran gedacht haben. Ein Vedimin. Direkt aus den Sagen der Nordlinge. Was er uns zu sagen hat hier, der Botschafter. Botschafter war Atre? Yennefer empfahl mir, dich nach dem Stand der Dinge zu befragen. Nach dem Krieg und so weiter. Natürlich. Die Diener des Kaisers sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Werfen wir einen Blick auf die Karte, wenn's recht ist. Natürlich. Dann erzähl mal. Wie läuft der Krieg? Wie läuft der Krieg? Ich meine, abgesehen davon, dass der Nilfgaardische Triumph unmittelbar bevorsteht. Ich nehme an, dass dies ein Privatgespräch ist. Ohne Zeugen. Lassen wir also die Propaganda beiseite. Auch die in Ironie verkleidete. Unsere Offensive lief hervorragend, bis der Winter kam. Edirn war in einem solchen Durcheinander, dass wir praktisch nicht auf Widerstand stießen. Wir hatten den Ponta vor dem ersten Schnee erreicht. Es blieb nur ein geschwächtes Kettwen und Radowitz Redanien, das die Hilferufe aus dem restlichen Norden ignoriert hatte. Wir dachten, sie würden um Frieden verhandeln oder sich sogar als Vasallen anbieten. Wir erwarteten siegesgewiss auf den Frühling. Radovid? Sich ergeben? Ja, eine vergebliche Hoffnung, gewiss. Radovid schickte weder Gesandte, noch näherte er sich unseren Positionen. Stattdessen schleppte er sich über das verschneite Kestrelgebirge und griff Kettwen an, seinen Verbündeten. Der Angriff überraschte die Kettwener. Sie betrauerten noch den Verlust ihres Königs. Führerlos und entmutigt legten sie nach den ersten Scharmützeln die Waffen nieder und schlossen sich Radovid an. So stand uns im Frühling statt zwei schwachen Gegnern ein starker gegenüber. Höre ich da einen Unterton der Bewunderung? Höre ich da einen Anflug von Bewunderung? Radovid ist unser Feind, aber ich kann nicht abstreiten, dass er gerissen ist. Er hat uns gelingt. Und nicht zu knapp. Zurück zum Krieg. In diesem Frühling gab es in den Marschen von Velen eine gewaltige Schlacht. Gewaltig, aber nicht entscheidend. Beide Seiten erlitten riesige Verluste. Unvergleichliche Verluste. Radovid zog sich über den Ponta zurück. Er ist jetzt sicher, bis die Verstärkung aus dem Süden eintrifft. Dann wird Kaiser Emhyrvar Emrys ein für alle Mal mit ihm aufräumen. Könntet ihr nicht einfach nach Hause gehen? Das würde allen viel Rennerei ersparen. Von ein paar Leben ganz zu schweigen. Ich fürchte, jetzt steht zu viel auf dem Spiel, um aufzugeben. Wir können nur aufs Ganze gehen. Und wie ist die Lage in Velen? Wie stehen die Dinge in Velen? Schlimm, wie üblich. Vielleicht schlimmer. Es war nie das Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt fließt dort das Blut. Die Armeen sind mehrfach durchgefegt, haben die Felder zertrampelt, die Kornspeicher geplündert, die Dörfer niedergebrannt. Die Bevölkerung hungert. Mhm. Und wie läuft's mit der Regierung dieses irdischen Paradieses? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Unsere Kräfte sind schon sehr weit verteilt und Velen besteht vor allem aus sumpfigen Wäldern, die schwierig zu kontrollieren sind. Viele Patrouillen sind nicht in die Lager zurückgekehrt. Daher haben wir die Herrschaft über diese Region einem gewissen Nordling übergeben. Einem ehemaligen niederen Offizier der temerischen Armee namens Philipp Stenger. Besser bekannt unter seinem Pseudonym Blutiger Baron. Ich rate dir, meide ihn. Na, den werden wir bestimmt noch treffen. Aber sag mal, wie sieht's denn in Novigrad aus? Was gibt es Neues aus Novigrad? Ist die freie Stadt noch frei? Ja, obwohl jeder weiß, dass das nicht so bleibt. Radovid ist in Ochsenfurt und der Kaiser hier in Vysima. Beide direkt vor den Toren Novigrads. Beide brauchen Geld und Schiffe, die Novigrad hat. Daher ist die Stimmung in der Stadt recht angespannt. Das heißt? Wie gehen die Menschen mit Angst um? Sie suchen Beruhigung und Sündenböcke. Die Kirche des ewigen Feuers weiß das genau.
Daher verspricht sie ihrer Herde das Heil, indem sie auf die Schuldigen zeigt. Wer hat den Krieg begonnen? Wer profitiert davon? Nun, das ist offensichtlich. Magier, Elfen, Zwerge. In einem Wort, samt und sonders Abweichler. Ich war 13 Jahre lang in Novigrad stationiert. Zuerst als Konsul, dann als Botschafter. Ich habe einiges gesehen. Grausamkeit, Zynismus, Gier. Aber was jetzt passiert, lässt mich schaudern. Das kann ich mir vorstellen. Wie steht's das? Wie sieht's auf Skellige aus? Was gibt es Neues auf Skellige? Nichts. Das ist doch der Stolz der Skelliger. Alles der Tradition entsprechend zu handhaben, wie ihre Vorväter. Und wie ihre Vorväter streiten sie miteinander, plündern, überfallen gelegentlich unsere Transporte. Es ist ermüdend, aber sonst nichts. Skellige war immer eine Fußnote der Geschichte. So wird es auch bleiben. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König Bran die Jarls vereint und alle Clans gegen eure Flotte führt? König Bran ist alt und schwach. Wie ich höre, kann er sich kaum an die Namen seiner eigenen Vasallen erinnern. Könnte schwierig werden, alle zu vereinen. Dann würde ich sagen, danke für deine Hilfe. Mehr habe ich nicht zu fragen. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Vielen Dank.